Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sniper Elite V2 Remastered. Ja, wir haben ja gestern die Kampagne abgeschlossen und heute geht's zu den Herausforderungen, diese 4 Bonus-Level. Ich werde die auch als Bonus-Video behandeln, das heißt, ich werde, egal wie lang die sind, ich werde jedes Level als ein Video behandeln. Ganz egal, ob es jetzt bis 20 Minuten geht oder eine Stunde. Ja, wir haben heute, einen Tag später, Montag, den 14. September, schon bereits 20.53 Uhr, also gleich um 9 Uhr. Wird heute keine allzu lange Aufnahme. Ich denke mal, ein Level werden wir heute machen und mal schauen, wie ich morgens beim Aufnehmen komme. Machen wir dann die restlichen 3. Ja. Okay, da beginnen wir mit dem ersten Bundeslevel Stützpunkt Neudorf. Wir machen wieder angepasst. Diesmal machen wir aber Veteranen feinden können. Elite ist das höchste. So, Ballistik. Ich weiß nicht mal, was. Warte mal, alle künstliche Unterstützung sind deaktiviert. Das Bedrohungsanzeige Geistbild. Wir lassen es auf Medium und starten das Spiel. Es wird nicht vorgelesen. Okay, wir wurden auf die Lage eines geheimen Treibstoffdepots aufmerksam gemacht, das im Harz versteckt ist. Ich muss dahin. Sprengladung mit Zeitzündern anbringen und entkommen, bevor die Deutschen etwas bemerkt haben. Das Schlimmste war die Gewissheit, dass das Depot mit Verstärkung rechnet, um die Anlage gegen alliierte Gefechte zu verteidigen. Ich war wie für diesen Job geschaffen, das steht fest. Okay. Ja, wie gesagt, ich habe gesagt, dass es als DLC nachgereicht wurde. Das ist bei Spekulationen. Kann auch sein, dass es vielleicht schon drin war, aber mir ist das auf jeden Fall neu. Bewaffnung. Wir nehmen der MP40. Ja. So. Ah, das sieht schon mal geil aus. Können wir vielleicht so als Thumbnail nehmen, oder? Ich weiß, ich hab's mit meinen Thumbnails. Ja, wie gesagt, das sind jetzt größtenteils schon viel weitläufigere Levels. Ich finde, das sieht aber auch geil aus. So, ich würde sagen, wir erledigen gleich mal den hier oben. Nutzen gleich hier die Explosion. Ja, man merkt auch, dass das hebt sich echt auch so ein bisschen ab von den ja, von der originalen Spielreihe, also von der Kampagne, sagen wir mal so. Also halt jetzt so von dieser Weitläufigkeit. Okay, dann machen wir den Kanal. Fuck, davon ist ja noch einer. Looten wir den nochmal? Also was heißt nochmal? Also wir looten ihn. So, nehmen wir unsere Velvet. Die sind aber auch sehr gut hier getarnt. Ach komm, wir machen hier Nahkampfangriff. Also schalten die lautlos aus. Ich hoffe, dass jetzt hier keine rechts im Buch ist. Ach komm, wir machen das so. Okay, hier ist nichts. Ah, hier vorne war irgendwo noch einer.
warten auf die nächste Explosion, unseren Schuss zu überdecken. Ja, so. Warten gleich auf die nächste Explosion. Ja, wir gehen mal ein bisschen runter hier. Oh, da sind zwei. Ist jetzt eigentlich nicht ganz so clever, wenn der daneben steht. Ja, ich weiß nicht. Wahrscheinlich hätten wir den auch noch geschafft. Das Zeichen hielt ziemlich lange an. Okay, das hat noch ausgereicht. Ah, ich finde es echt geil hier so mit diesem offenen Feld. Die sind deswegen auch klein, viel schwieriger versteckt, die Gegner. So, nehmen nochmal die Velvets. Okay. Ich wollte schon wieder mit Viereck einsammeln, weil manche Munitionskisten müssen wir das so machen. Aber ich glaube, das sind dann die verschlossenen. Immer schön die Augen aufhalten. Als mies ist halt durch das Gebüsch, die könnten uns theoretisch durch das Gebüsch sehen halt, also wir sie aber nicht halt, also oh, ich dachte jetzt kurz, da kommt einer, derweil war das bloß das Fass. Der Bungo ist auch safe. Ah, ich finde den Himmel geil. Ich hoffe bloß, das hat jetzt keiner mitbekommen. Aber bis jetzt sieht's gut aus. So, wechseln wir nochmal zum Velvet. Und schauen mal hier rein. Wird er garantiert nicht alleine sein, oder? Ah, scheinbar doch. Oh, ich muss sagen, ich freue mich schon richtig, wenn ich dann Sniper die 3 Let's Play. Ich werde höchstwahrscheinlich vorher erstmal den ersten Teil machen, also die PS2 Version. Damit wir die auch mal durch haben. Ursprünglich wollte ich die eigentlich nicht unbedingt Let's Playen, aber einmal möchte ich die schon mal durch haben und gerade wenn ich Let's Plays mache, möchte ich schon, wenn möglich, die ganze Reihe spielen. Also gibt gewisse Ausnahmen, wo ich gewisse Teile ignoriere. Zum Beispiel GTA halt diese die PS1-Teile, weil das
ja, ist nicht so meins mit diesem von oben Auto fahren, ein bisschen komisch. So. Also ich komme mit dieser Steuerung einfach überhaupt nicht klar. So, warten wir auf die nächste Explosion. Bis jetzt läuft das richtig gut, also so stealth-technisch, sage ich mal so. Ja, ich habe schon gedacht, dass ich vielleicht ein bisschen zu spät dran bin, aber okay, das ging noch. Ist bis jetzt noch keiner zu sehen. Da vorne läuft einer. Nehmen wir erstmal den hier. Da ist noch einer im Bunker. Ja gut, aber bei denen warten wir mal, bis wir eine freie Schussbahn haben. Okay, nehmen wir den als nächstes. Oder auch nicht, wenn der sich jetzt hier... fuck. Hätte in die Hose gehen können. Ich habe den gar nicht auf dem Schirm gehabt. Okay, den Bunker, den können wir jetzt aktuell nicht sehen. Achso, ich habe übrigens die Lautstärke nochmal ein bisschen leiser gemacht, weil ich habe gemerkt, dass ich doch ein bisschen zu leise war und das Spiel ein bisschen zu laut. Das habe ich aber leider viel zu spät bemerkt, weil ich ja, wie gesagt, das Spiel gestern zum Sonntag noch total durchgeballert habe. Von daher kommt das leider etwas spät. Also ich bin auf jeden Fall nur zu hören, wie ihr mitbekommen habt, aber es war nicht so gut optimiert, sage ich mal so. Aktuell keinen erkennen. Ah. Okay. Warten wir auf die nächste Explosion. Ach, da oben ist auch noch einer. Fuck, fuck, fuck. Ja, ich dachte... Ja, ich dachte, das geht gegen Holz. Ah, da vorne. Haben wir den jetzt noch erwischt?
Okay, da ist. Da ist schon weg. Fuck, 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 nein! Ich bin aus Versehen auf die Granatentaste gekommen. Okay, zum Glück hat es keiner gehört. So, ich muss jetzt mal wechseln. Steine, die tun wenigstens nichts. Oh, wie dumm. Ja gut, scheinbar hat das jemand gehört. Das ist mir ja noch nie passiert, ja, dieses Spiel. War sowieso schon vorbei. Ja, wir gehen mal ein bisschen hier ran. Wir haben jetzt mit der Springfield gar nicht so einen großen Zoom. Da vorne ist noch einer. Ich habe zwar lange gewartet, oder? Okay, so eine lange Killcam hat man noch nie. Ich glaube, das war auch nicht so gewollt, oder? Ist der Panzer kaputt, oder? Ist intakt. Na, wahrscheinlich bloß als Deko. Aber wo ist der Typ hin, der hier hinten rumgewandert ist? Das finde ich halt auch ziemlich cool mit dieser Weitläufigkeit. Da müssen wir hin. Und hier war es, glaube ich, auch noch. Aber wenn jetzt hier ein Feind ist, können wir den schlecht sehen. Boah, jetzt war ich erschrocken. Ich dachte jetzt irgendwie kurz, dass er mich entdeckt hätte oder so. Aber in den Bunkern sind 100% auch noch Leute. Müssen wir dann mit der Velvet ran. Sehen. Hat den einen Typ vor uns schon gerne mal ausschalten vor uns Station runterbegeben. Wenn ich wüsste, wo der ist, der ist in diese Richtung gelaufen. Ist er in einem der Bunker? Ja, komm, nehmen wir nochmal ein bisschen Munition. Okay. Dann wird das überhaupt noch als Munition angezeigt, wenn die leer ist.
sehr, sehr merkwürdig. Wo ist der? Also, der muss in der Nähe irgendwo sein. Keine Gefahr. Aber hier ist noch etwas. Da vorne. Sucht weiter. Ja, jetzt wo gerade die Granate kommt, rennt er weg. So. Haltet die Augen auf. Er ist hier irgendwo. Findet ihn. Jetzt rennt er wieder weg. Haltet die Augen auf. Sucht weiter. Okay. Eigentlich war das der Kopf. Ich dachte, dass da noch welche gewesen wären. Oder nein, kann sein, dass sie später kommen. Also ich habe diese Level, wie gesagt, schon mal gemacht. Ich weiß gar nicht, ob es da auch eine Trophäe dafür gibt. Ich glaube mal fast nicht. Ich weiß es aber jetzt nicht. Wenn es eine geben sollte, habe ich die bereits. Fuck, 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 fuck. Scheinbar wurden seine Leute nicht alarmiert. Ja, wahrscheinlich, weil der jetzt so gerade der einzige noch in dieser Gegend ist. Vermute ich jetzt mal. Aber hier sind gerade die Drohne welche. Ja, ich würde mich dann auch gern erstmal in den Buchen umschauen. Wir gehen erstmal auf den Turm. Ich dachte schon wieder irgendwie. Ja. Also hier scheint wirklich alles safe zu sein. Okay. Verzeihung.
Velvet. Ja, ich weiß nicht, ob ich die jetzt irgendwie richtig ausspreche oder so. Ich sag's halt immer Velvet. Dein Ernst, wir kommen nicht hier drüber. Ja, ich hab's vorher auch schon erwähnt, aber ich finde die Schrittgeräusche echt geil gemacht. Schauen erstmal hier oben. Scheinbar auch nichts. Ganz schön groß. Gehen erstmal hier lang. Cool wäre vielleicht doch so ein Bonusziel, irgendwas einsammeln oder so. Das gibt's aber hier glaube ich noch gar nicht. Das kommt glaube ich erst in Teil 3. Hier sind wir wieder draußen. Ja, und im dritten Teil können wir die Kamera wenigstens um den Protagonisten drehen. Hier dreht er sich immer mit, was ich nicht ganz so geil finde. Ich meine, bei einem Shooter wäre das etwas anderes. Aber jetzt sind... Boah. Fuck! Ich habe das gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass hier zwei drin sind. Aber es ging immer gut. Ja, bei einem Taktik-Shooter halt, wie, keine Ahnung, Ghost Recon oder so, wäre das ja was anderes. Aber jetzt hier, das zählt ja eigentlich mehr unter Stealth-Spiel vom Genre her. So, da würde ich mal sagen, der Bunker ist safe. Da schauen wir uns erstmal drüben diese Gebäude an. Und dann gehen wir drüben in den anderen Bunker. Ah, bis jetzt läuft das echt sehr gut hier. Was ist das? Ja, ich habe beim Videoschnitt bemerkt, dass ich hier so eine Flasche übersehen hatte beim Brandenburger Tor. Die wir hätten zu schießen können. Die waren nämlich in der Zwischensequenz zu sehen. Geil wäre aber echt mal wieder ein Remake vom... Also was heißt mal wieder? Ich meine, ein Remake vom ersten Teil wäre echt geil. Aber da dürfte auch keiner mehr sein.
würde sagen, in den Bunker gehen wir gleich. Wir schauen erstmal kurz hier in diesen, ja, Baracken. Ja. So, ist bloß ein bisschen. Da war irgendwo einer. Die Frage ist bloß wo. Jetzt warten wir mal. Okay. Ich schätze mal, das war der. Ja, jetzt diese Flieger, die sind, glaube ich, ein bisschen kürzer. Also die Lautstärke bleibt nicht ganz so lange erhalten. Ich glaube, sowas wie Gold gibt es ja jetzt nicht. Also in diesem, ihr wisst schon, in diesem Bonuslevel, nenne ich es jetzt einfach mal so. Das glaube ich nichts. Ist ein bisschen schade, so. Ich mag so sammelbare Gegenstände. Ich würde trotzdem erstmal gerne in den einen Bunker reingehen. Ich habe mich gewundert, warum der hier drinnen nicht mehr da war. Aber das ist wahrscheinlich der gleiche. Also da ist wahrscheinlich rausgekommen. Okay. Hier noch welche? Scheint alles safe zu sein. Okay, wir brauchen die Sprengsätze. Ah, ich mag das Missionszielgeräusch. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass jetzt vielleicht mal ein paar Gegner gespawnt sind. Warte mal, wir müssen, glaube ich. Oder doch nicht. Ne, ich dachte, dass wir vielleicht mal so einen Zug mit sabotieren müssen. Wärst du so freundlich, hier hochzugehen? Er ist nicht freundlich. Ich glaube, es kommt dann noch mal ein paar Gegner an. Oh, ich kann ja nicht drüber springen.
Ah, ich glaube, die kommen erst, wenn wir die Sprengsätze gelegt haben, oder schon den ersten Weg. Nein. Ah. Er ist hier irgendwo. Das Gebiet ist sicher. Findet ihn. Ah, das war viel zu spät. Er ist hier irgendwo. Schaut euch um. Sucht weiter. Okay, da hätten wir den mal markiert. Das habe ich ja im Hauptspiel eigentlich kaum gemacht. Ich habe es irgendwie vergessen, dass das überhaupt geht. Oder ich wusste nicht, dass es das so geht. Wäre auch möglich. Ja, ich möchte die schon erstmal ausknipsen. Du bist hier irgendwo. Sucht ihn. Boah, warum rennen die immer weg, wenn ich hier... Sucht weiter. Du bist hier irgendwo. Ich glaube, das war zu spät. Ja. Wahrscheinlich nicht der, den ich markiert habe. Ja, wir suchen uns erstmal eine schön hochgelegte Position. Ja, das war zu spät schon wieder. Die Explosionen sind besser, weil da können wir wenigstens, ja. Also, das hält länger an.
Ich hoffe, dass jetzt beim nächsten Sprengsatz nicht noch welche gleich kommen. Also, das wäre nicht gerade so schön. Ah, warte, das ist später, oder? Nein? Ich dachte, jetzt kommt ein Flieger. Oh, der war doch gut abgepasst. Ich glaube, ich habe da eher einen Truck markiert, ha? Ah, okay, da müssen wir noch einen Sprengsatz legen. Hä? Ach so, ich dachte jetzt schon, dass da einer wäre. Ja, das ist der Truck. Das? Achso, ich dachte, das war jetzt irgendwie eine Toilette, wollte ich schon sagen. Hä? Eine Toilette in die Luft jagen. Achso, X. Ah, ich bin's so gewohnt mit Viereck. Hätte es halt theoretisch auch auf Viereck legen können. Also solche Interaktionen. Na ja, komm, ich würde sagen, wir zerstören den auch. Okay, wir können gerade nicht. Also wir können jetzt gerade nicht Luft anhalten, weil er außer Pust ist. Einfach weil wir es können. Nicht Viereck. Oh, ich werde mir das nie merken. Ich hoffe, dass jetzt nicht nochmal neue kommen. Das wäre nicht so nett. Kehre zum Ausgangspunkt zurück. Wir hatten nur noch ein paar Sprengsätze zu legen. Hä? Haben wir irgendwo Missionsziele? Wir hatten doch noch mehr Ziele. Das finde ich ja blöd. Oder habe ich mir das jetzt bloß eingebildet? Ich habe doch jetzt bloß zwei Ziele gemacht. Ja gut, wenn es halt so ist, dann ist es so. Bloß es waren, also hier waren doch noch mehr Ziele. Verstehe ich jetzt gerade gar nicht. Ich glaube aber mal fast am Ausgang sind jetzt wieder ein paar Leute gekommen. Von daher gehen wir mal so ein bisschen.
hier rum. Das ist aber echt schon eine geile Landschaft. Ja, von... Ah, okay, hier sind nochmal ein paar neue Leute. Ja, von den, ich nenne es mal Bonus-Level, gefallen die mir sogar mit am besten. Also gefällt mir das Level sogar mit am besten. Ich glaube, das sind sogar noch ein paar mehr Leute. Ja, komm, wir gehen auf den Turm, da sind wir ein bisschen mehr. Das Level lief bis jetzt wirklich sehr gut. Also wir wurden nicht ein einziges Mal entdeckt. Es war manchmal knapp, aber jetzt direkt, dass die Feinde uns gefunden haben und auf uns geschossen haben, war es jetzt nicht. Hätten wir eigentlich Feinde können, theoretisch auch auf Elite spielen können. Hier sind wirklich bloß die beiden. Die können wir mit dem Twack ausscheiden. Hier ist ja noch der andere. Warte mal, wenn wir vielleicht noch warten. Eventuell. Ausscheiden. Es ist... Hallo, ich will mich hinlegen. Hier ist auch noch ein. Ja, komm, da schalten wir den zuerst aus. Ach nee, wir machen hier. Das war wohl nicht gut abgepasst. Deckung! Mann am Boden! Mann gefallen! Wer war das? Ach nö, nö, das ist bloß so explodiert. Nein, nein, das war zu spät. Okay, das war noch im Geräuschpegel. Er ist hier irgendwo. Haltet die Augen auf. Sehr schön. Sind scheinbar noch drei Leute. Ich mag das nicht, wenn da einfach aufsteht, ohne dass ich das möchte. Okay, jetzt haben sie uns wirklich entdeckt. War aber jetzt auch nicht gerade sehr clever, also war ein bisschen sehr voreilig. Warum stehst denn du schon wieder? Lege dich hin. Hallo? Ah, komm. Ich werde dich finden.
komm raus. Okay, das war scheinbar der letzte. Da können wir das Missionsgebiet verlassen. Okay, war kein hundertprozentiges Stealth, aber es lief sehr gut. Also wir wurden nicht einmal getroffen. Und ja, der Einsatz an sich lief auch sehr... Da kommt dazu schießen noch, weil wir es können. Weil wir es halt jetzt nicht können, weil er gerade wieder aus dem Bus ist, weil wir gerannt sind. Ich möchte ihn trotzdem noch zu schießen. Da müssen wir halt ein paar Sekunden abwarten. Ja, schau gerade auf die Uhr. Wir haben es. Ja, in 3/4 Stunde haben wir jetzt ungefähr gebraucht. Wie gesagt, ich werde diese. Dein Ernst. Ich werde diese Videos als ein. Jeweils immer, also jede Mission als einen Part behandeln. Weil ich sehe das so ein bisschen als eine Art Bonus-Video halt jetzt. Weil die eigentliche Kampagne abgeschlossen ist. Okay, die Batterie ist leer gleich. Aber wir hören das sowieso jetzt gleich auf. So, da verschwinden wir von hier. Ja, okay, da haben wir die jetzt auch geschafft. Ja. So, weiter. Also nicht weiter, ich höre jetzt natürlich auf. Ist natürlich ein bisschen schade, dass wir da nichts dafür bekommen. Also, ich glaube nicht mal eine Trophäe oder so. Wäre schon irgendwie cool gewesen, wenn wir da irgendwas bekommen würden. Ja, beim nächsten Mal, also ja, die nächste Aufnahme wird dann morgen stattfinden. Da machen wir die anderen drei. Oder je nachdem, wie weit wir kommen oder je nachdem, wann ich anfange. Ja, aber vielleicht machen wir morgen schon alle drei. Also ich werde wahrscheinlich alle drei aufnehmen. Ja. Okay, Freunde, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, vielleicht sieht man sich dann auch beim nächsten Mal. Okay, ciao.